Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Brothers, A Tale of Two Sons. Ich weiß nicht viel über das Spiel, wie bei so vielen Spielen, die ich let's playe. Das liegt daran, dass ich mich nicht gerne spoilere, sondern die Geschichte halt lieber von Anfang an erleben möchte und ich halt meist nur so einen Trailer sehe oder ich höre nur etwas von dem Game. Hier geht's halt um zwei Brüder, die wohl halt ein Abenteuer bestreiten. Warum und wieso? Keine Ahnung. Fakt ist aber, wir spielen beide gleichzeitig. Den einen wohl mit dem linken Stick, den anderen wohl mit dem rechten Stick. Also ich spiele über Gamepad. Und wir müssen halt Rätsel lösen und uns gegenseitig helfen und dabei halt die beiden steuern. Das ist mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach. Das Spiel ist übrigens auf Deutsch, aber es hat nicht wirklich Untertitel und auch nicht wirklich Sprache. Also es wird zwar gesprochen, aber das ist halt so eine Fantasiesprache. Ihr werdet sehen. Man sollte verstehen, indem man sieht. Nayi! Nayi! Ata! Ata, Nayi! Ata! Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Brothers, A Tale of Two Sons. Es geht hier um zwei Brüder, die ein Abenteuer bestreiten müssen. Sie müssen sich auch gegenseitig helfen bei schwierigen Rätseln. Und wie ihr seht, spielen wir beide gleichzeitig. Mal was ganz Neues. Ihr habt auch gerade gehört, das Spiel ist zwar auf Deutsch, aber es ist auch synchronisiert, aber es gibt weder Untertitel noch ist es deutsche Sprache, die diese Figuren, Persönchen hier sprechen, denn es ist eine, ich würde mal sagen, eine Art Fantasiesprache. Wenn es eine bestehende Sprache ist, kenne ich sie nicht. Auf jeden Fall ist das halt eher ein Spiel, in dem man sieht und dann versteht. So, wir müssen jetzt
anscheinend erstmal unseren Vater, der krank ist, vielleicht zum Arzt bringen oder so. Ja, wir fangen an. Ich nehme mit dem Kleinen und ich schiebe mit dem Großen und los geht's, was gar nicht so einfach ist. Ihr habt auch gerade in der Sequenz gesehen, dass der kleine Bruder über die Mutter trauert, die verstorben ist, also die halt im Wasser ertrunken ist, weil sie alleine, also sie war mit ihm alleine auf See und er hatte nicht die Kraft, sie rauszuziehen. Wahrscheinlich macht er sich auch Vorwürfe, dass er sie nicht retten konnte. Und sie ist ihm gerade als Geist erschienen und hat ihn etwas getröstet. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich großartig zu diesen dazu jetzt so sagen soll. Also, natürlich ist es sehr traurig, aber es war auf jeden Fall nicht seine Schuld, würde ich mal behaupten, weil er hatte halt die Kraft nicht, sie nach oben zu ziehen und, ich denke mal, weil unser Vater so krank ist, deswegen müssen wir bestimmt auch los und uns auf die Suche begeben nach irgendetwas. Vielleicht nach einem Heilmittel. Ich weiß es nicht. So, dann fangen wir mal an mit dem Kleinen hier. Okay, der Kleine ist definitiv zu schwach dafür. Dann nehmen wir den Großen. Na, los, schiebt. Und ich sehe schon da vorne die Leiter. Oh, das ist gar nicht. Oh, das ist gar nicht mal so einfach, die beiden zu steuern. So, ich denke mal, wir müssen hier, ja, eine Räuberleiter machen. Und ihm hier das Seil runterholen, damit er nach oben kann. Und dann müssen wir wahrscheinlich beide diese Dingens kurbeln. So. Atta! Hey. Ah, der Doktor hat uns also schon erwartet. Also der Arzt kann unserem Vater wohl nicht helfen oder weiß nicht, was er hat. Und wir müssen eine Pflanze oder einen Baum finden. Okay, können wir denn noch mal was zu dem Papa noch? Mit ihm auch? Okay, das ist echt gut. Also müssen die beiden jetzt wohl ein Heilmittel, also ein irgendwas von einem Baum wohl finden, um den Vater halt zu retten. Ich denke auch mal, es geht hier runter. Und war klar, dass du uns... Ja. Oder? Wen Hadi? Okay, wir haben es hier mit einem kleinen Pisser zu tun, der uns absolut nicht durchlässt.
Dann müssen wir wohl hier lang. Ah ja. Der Kleine hat wahrscheinlich nach dem Unfall Angst zu schwimmen. Oder er kann gar nicht schwimmen. Und wir nehmen ihn jetzt Huckepack und schwimmen dann halt rüber. So habe ich das jetzt verstanden. Ich versuche jetzt mal demnächst nicht in der Sequenz halt drüber zu labern. Ja, ich versuche es. Genau, er hält sich daran fest und wir müssen dann rüber schwimmen. Komm, das bisschen schaffst du. Jetzt müssen wir hier hoch. Ah, oh, der kleine Pisser rennt da schon wieder hin. Huch. Okay, dann denke ich mal, dass wir hier hoch müssen. Mhm, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Die Welt ist an sich sehr hübsch gemacht. Also ich mag diesen Stil von der Grafik her. Ach so, um die Kamera rotieren zu lassen. Mhm. Aber hier kommen wir jetzt ja so nicht runter. Wir können uns auf eine Bank setzen, um die Aussicht zu genießen. Scheint mir. Okay, was... Oh. Ach ja, ja gut, so kommen wir auch rüber. Oh, was kaputt gemacht. Und dann denke ich mal hier das Netz hoch. Oh. Ach, es ist echt nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Weil jedes Mal, wenn man denkt, man könnte loslassen oder man lässt den einen los, dann lässt man den anderen los. Und es ist echt nicht... Und der Kleine kann anscheinend nicht weit weg von dem Großen sein. Und da ist schon wieder dieser kleine Pisser, ey. Na gut, das können wir regeln. Der Große wird hier wahrscheinlich nicht durchpassen. Aber der Kleine... Voll die süßen Hunde... Wir können doch mal hier einen kleinen Spaß uns rausmachen. Attacke! Fass ihn! Das geschieht ihm recht. Ich denke mal, wir müssen auch hier lang und... Mibo da Mibo! Illala! Supi, das hat ja seine gerechte Strafe. Also viel Leben hier, ne? Guck mal, sie fegt, er steht da vor seinem Haus. Da ist jemand, der eine Katze streichelt. Lila, aimez vous? No. Lila. Das ist süß. Ja, auch einmal. Mibuda? Okay, zu ihm möchte sie wohl garantiert nicht hin. Nein, 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 nein. Falsch. Ach, falscher. Mein Gott. Wir müssen über diese Brücke. Hm.
Anna, Wen Hadi. Okay, wir haben ihnen gezeigt, wo wir hin wollen. Und jetzt können wir über die Brücke. Supi. So, wir haben ja ein altes Ömsken. Ma, wen hadi? Wanna da? Sie weiß anscheinend, wo es lang geht. Okay. Oh, spielen. Mit dem Ball spielen? Gib her. Ah. Okay. Klappt wohl nicht, wenn ich das mache. Hier war noch eine Frau, die hat gefegt. Diana? Er macht einfach nur Blödsinn, okay. Wir können direkt hier runtergehen. Ein Eichhörnchen. Oh na? Hm? Da, ja. Dann lassen wir mal den Kleinen dahin. Der war gut, der war wirklich gut. Wir können nach unten, wir können nach oben. Ich geh mal nach unten, weil da ist jemand mit einer Harfe. Definitiv nicht sein Ding. Ein Naturtalent. Oder Wen Hadi? Bosowski. Das wird nicht gut ausgehen. Ich wusste es. Ich sage ja, dass das sieht so komisch aus, weil das echt sauschwer ist, ne? Das ist so zu schwer, also finde ich. Okay, wir müssen übers Feld und dürfen anscheinend nicht von den Hunden gefasst werden. Das heißt, wenn der Hund auf einen reagiert, hat der andere die Chance zum Springen. Ha. Wie läuft er jetzt? Jetzt er wieder. Jetzt er. Er geht direkt rüber. Super funktioniert. Haha. Das hat echt super funktioniert. Ich muss ihn mal auf die Seite verfrachten und ihn auf die Seite, so wie die Sticks auch sind, sonst komme ich wirklich durcheinander.
Hier wieder dasselbe Prinzip, Räuberleiter. Oh mein Gott. Ja, ich komme ja schon. Also die beiden können wirklich nicht voneinander sich lange entfernen. Da unten war ein Häschen. Er scheucht die aber nur. Oh. Er nimmt sie direkt an den Löffel. Gar nicht gut. Gut, dann da oben ist noch ein Mann gewesen. Aber alle wissen, wo es lang gehen soll. Ach, ich verstehe. Der hakt das hier, damit das... Ah, gut. So, was haben wir hier? Haben wir noch ein Vögelchen gehabt, glaube ich. Wollen wir ja mal erstmal gucken. Natürlich im Käfig. Sehr schade drum. Oh. Das war nicht unser Vogel. Okay, wir müssen hier... Warte mal. Er kann laufen. Dann geht die runter. Er kann rüber und dann könnten wir ein Schaf klauen und das vielleicht da reinstellen. Hat funktioniert. Was kann er mit den Schafen machen? Nur streicheln, okay. So, hier runter wieder. Dann hier wieder hoch. Irgendeiner weint hier, glaube ich. Der Hund dreht immer noch seine Runden. Hier weint da einer. Oh, ein Troll? Weint, weil er alleine ist? Schätze ich. Weil ich sehe zwei Betten, zwei Gedecke auf dem Tisch. Ich denke, er bringt uns jetzt irgendwo hin. Folgen ihm mal. Oh, hier können wir uns wieder hinsetzen. Können die Aussicht genießen.
Damit man mal so ein bisschen sehen kann, wie die Natur ist. Da oben ist eine Ruine. Ach, ich mag ja Ruinen und Ruinen, Minen und sowas mag ich ja alles nicht. Ne, Höhlen. Huchala. Ach, wir sollen. Oh. Das war knapp. War es das jetzt mit unserem Freund? Ach nee, der kommt da schon. Anscheinend begleitet er uns jetzt eine ganze Zeit. Ah, bis wir höchstwahrscheinlich diesen Parcours hier weg haben. Ach. Das ist voll nett, dass er das macht. Ich denke mal, der Troll kommt sowieso hinterher. Ihn festhalten, okay. Okay, da kommen wir ohne ihn nicht runter. Nicht rüber, meine ich. Jetzt ist das schon ein bisschen vorgegangen. Geht doch nicht. Das war nur sein Schatten. Okay, da kommen wir ja definitiv nicht ohne ihn runter. Rüber oder wohin überhaupt jetzt? Schwimmen? Links und rechts und nun? Schwimmen. Tauchen. Das Wasser sieht total hübsch aus, so schön klar. Komm, das bisschen schaffst du auch. Okay, wir sollen da durch. Gut, machen wir. Mal ein Schlückschen trinken. Und jetzt ist der Troll aber nicht mehr da. Wahrscheinlich wartet er am Ausgang auf uns oder so. Vielleicht kann er hier gar nicht hinterher, dass alles hier so klein ist.
Schätze ich mal, der Große kann hier wieder nicht durch, also muss der Kleine das regeln. Okay, hier können wir uns wieder hinsetzen. Und wir sind in einer Mine. Würde ich jetzt mal sagen. Ich hasse es. Oder in einer Ruine. Ich weiß nicht, das hat womit hat das angefangen? Mit den Höhlen in Oblivion? Skyrim? Dann die, dunklen Wege? Die dunklen Wege. Die tiefen Wege bei Dragon Age? Das ist also der so ein Grund, warum ich, keine Zwerge mag. Oh, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.